F-16 Kampfjets starten von der Luftwaffenbasis in Diyarbakir im Osten der Türkei. Von hier aus fliegt Ankara Luftangriffe gegen die IS-Dschihadisten in Syrien, aber auch gegen Stellungen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK im Nordirak. Seit dem Selbstmordanschlag in der Grenzstadt Suruç mit 32 Toten ist die Lage in der Region äußerst angespannt. Während Ankara die IS-Dschihadisten verantwortlich macht, verübt die PKK Anschläge auf türkische Polizisten wegen angeblicher Zusammenarbeit mit dem IS. In Diyarbakir, wo fast nur Kurden leben, ist die Angst groß vor einem neuen türkisch-kurdischen Konflikt, wie es ihn in den 90er Jahren gegeben hat. Die Friedensverhandlungen zwischen der Türkei und der PKK liegen inzwischen auf Eis. Wir akzeptieren Präsident Erdogan, ja. Aber im Moment verschwinden tausende Menschen. Tausende andere sind verhaftet worden und tausende sitzen im Gefängnis. Die Menschen in Diyarbakir haben Angst. Niemand geht nach 5 Uhr noch auf die Straße. Anders als in den 90er Jahren sitzt die Kurdenpartei HDP heute im türkischen Parlament. Kurdische Politiker haben mit der HDP 6 Millionen Stimmen gewonnen. Das sind mehr als 13%. 80 sitzen im Parlament und es gibt 112 HDP-Bürgermeister. Die Situation heute ist also eine ganz andere. Niemand will in die 90er zurück, in die dunklen Jahre. Dennoch besteht heute wieder die Gefahr von Kämpfen. Bei Protesten gegen die Luftangriffe auf PKK-Stellungen ist es überall im Land bereits zu Straßenschlachten gekommen. Der Türkei, so scheint es, stehen turbulente Zeiten bevor.